Wieder sind wir im Urlaub und wieder drehen wir einen Film. Gott sei Dank. Hallo, ich bin Daniel und ich möchte euch heute etwas über die Entstehung unseres Mini-Kurzfilmes Mr. Fish erzählen. Falls ihr den Film noch nicht gesehen haben solltet, schaut ihn euch vorher hier auf diesem Kanal an. Eine kurze Warnung schon mal vorweg. In diesem Making-of geht es eigentlich nur um Kameratechnik. Also falls ihr euch nicht für Kameras interessieren solltet, könnt ihr eigentlich auch irgendwas Interessanteres auf YouTube gucken. Mr. Fish ist der zweite Kurzfilm, den ich mit Nadine im Urlaub gedreht habe. Unser erster Kurzfilm war Retype, ein Horrorfilm, der war ein bisschen aufwendiger. Dieses Mal haben wir gedacht, wir wollen uns im Urlaub ja auch ein bisschen erholen. Und deswegen haben wir uns selbst die Vorgabe gegeben, dass wir dieses Mal nur einen einzigen Tag im Urlaub drehen wollen. Bei Mr. Fish war es genau wie bei Retype. Das Drehbuch ist komplett im Urlaub entstanden, die Locations haben wir uns dort vor Ort rausgesucht und natürlich auch die Requisiten, die in diesem Fall ja nicht ganz unwichtig waren. Wir brauchen noch eine Haifischflosse. Hier, die durchs Wasser fährt. Nee, brauchen wir eigentlich nicht. Das kann Heiko da machen am Computer später. Als Kameramann für Werbefilme habe ich mit allen möglichen Kameras zu tun. Im Urlaub möchte man das professionelle Equipment natürlich nicht mitschleppen. Wir hatten nur die 5D mit zwei Objektiven und ein kleines Reisestativ dabei. Ich glaub's nicht, dass wir wieder was drehen. Also ich find's super. Das meiste haben wir hier mit dem 50mm 1.4 von Canon gedreht, abgeblendet auf 2.8, damit wir die volle Schärfe aus dem RAW rausholen können, weil bei 1.4 hat das nicht so die perfekte optische Qualität. Und für die Totalen haben wir dann ein Tokina verwendet, eigentlich ein APS-C Objektiv, das 11-16 2.8, aber mit 16mm funktioniert das auch am Vollformat. Das Geniale an der 5D Mark III ist ja, dass sie mit Magic Lantern sogar in RAW filmen kann. Das hatte ich vorher noch nie ausprobiert, das war quasi auch ein Testfilm für das RAW-Format. Der Unterschied mit der 5D zwischen dem normalen H264 und dem RAW-Format ist wie Tag und Nacht. Also während das H264 wie vom iPhone aussieht, sieht halt das RAW echt aus wie von einer Arri Alexa oder so. Der Nachteil bei RAW ist allerdings, dass die Daten natürlich riesig sind. Wir hatten auch keinen Laptop und nichts dabei. Dann mussten wir in der Hotellobby die Speicherkarte auf einen USB-Stick kopieren, damit wir überhaupt weiterdrehen konnten. Und dadurch ist natürlich Zeit flöten gegangen und wir wollten ja an dem einen Tag fertig werden. Also ich denke, ich schummel eigentlich so wie beim anderen Shot. Ja, schummeln ist gut. Heiko ist ja natürlich ein Künstler mit DaVinci Resolve und das hat richtig viel Spaß gemacht, mit ihm zusammen das Material zu graden und zu sehen, was man da nicht alles aus dem RAW-Footage rausholen kann. Aber Heiko, was soll ich sagen? Es sieht grandios aus. Achso, lässt du gerade laufen, ja. Aber ich muss auch sagen, das nächste Mal werde ich im Urlaub wahrscheinlich nicht drehen, da brauche ich erstmal wieder normalen Urlaub. Mal gucken, wann wir da wieder Lust zu haben. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick hinter die Kulissen Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.